Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich mit euch meine Pferde einräumen und ich bin schon ziemlich gespannt, weil das werden auf jeden Fall 22 sein und dann noch ein paar neue. Okay, los geht's. Okay, ich fange jetzt mit diesem Schulpferde-Achterstall an. Da kommen Lady Rose, Sunny, Star, Henry, Queen, Rudy, Snowstorm und Amigo rein. Und schon ist der Stall fertig. Ich mache jetzt weiter mit dem Viererstall von Schleich. Da kommen Dusty, Totilus, Bounty und Diadem. Okay, mit dem Stall bin ich auch fertig. Dann mache ich jetzt weiter mit den zwei Boxen und diesem Fünferstall. Scarlett, Luna, Pauline, Mowgli, also Pauline hier. Hier steht jetzt noch Scarlett und ja, die Namensschilder werden auch angebracht und daneben wird Luna stehen. Hier Mowgli und da ist auch schon sein Haken. Also ich hole mir California mit ihren Fohlen und Saphira, also Saphira hier rein und California in die Box. Also für diesen Stall habe ich mir jetzt einen Wallach und drei Stuten ausgesucht mit einem Fohlen. Einmal Benny, der Wallach, dann Luna, Maya, ihr Fohlen, Aziza und in diese Box, also die gehört nicht zum Offenstall, kommt dann noch Honey. Für diese Box habe ich mir jetzt deutsche Reitpony, also den Wallach Domino, ausgesucht, also hier, ja. Ich muss jetzt einmal überlegen, welche Pferde in den Fünferstall hier hinten kommen. Für die zwei Boxen im Fünferstall habe ich mich jetzt für Hollywood und Oasis. In diese Box kommt jetzt Dreamy, die Knappstrupperstute. Und in die daneben habe ich jetzt Black Pearl gestellt, eine Tinkerstute. Hier auf diesen Offenstall, wo die zwei Pferde auch Zutritt haben, kommen auch jetzt noch das Schulpony Max. Erst ein Waller. Dann haben wir hier noch Laika, Millie, Cora und Seppel, den Fjordhengst. Und wir beachten einfach mal nicht, dass er ein Hengst ist und dass sie sind Stuten. Und die zwei auch. In diese Einzelbox kommt die Schwarzwälder Stute Tabby. In diese Box kommen Spyro und Bilou. In die Box daneben kommen Golden Boy und Diablo rein. Also die zwei Boxen werden fertig und damit mein Hof auch. Und ich habe 41 Pferde auf dem Hof und damit hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat.